So, es geht natürlich hier direkt an der gleichen Stelle weiter. Ich schwenke hier mal so ein bisschen. Also, wie gesagt, wie eben schon im Video gesagt wurde, im ersten Video, wir fahren jetzt die Tiere holen. Falls ihr jetzt erst einschaltet, willkommen. Ist das zweite Video diesmal ein bisschen produktiver als das erste? Das erste war ein Hofrundgang, was ich so habe an Gerätschaften und was davon Mod ist, was nicht. Nicht alles ist Mod, wie jetzt zum Beispiel der LKW auch nicht. Ne? Und ja, dann fahren wir mal los. Wie gesagt, ich habe eine App hier für die ganzen Sachen zu bedienen. Darüber starte ich jetzt mal den Motor. Funktioniert. So, dann Innenansicht und ab geht's. Ich fahre jetzt mal rüber zum Tierhändler. Gehe keine Kühe, sondern Schweine holen, da muss ich dran denken. Bis gleich. Ich meine, ich versuche natürlich mich ein bisschen noch zu akklimatisieren mit Lenkrad. Das ist jetzt auch nur ein Test. Normalerweise zocke ich das Ganze mit Controller. Deswegen versuche ich hier nicht gleich mit 50 vom Hof runterzufahren, sondern 30. Und auf geht's. Aber wie gesagt, das ist eine geile Karte. Felder sind schon bearbeitet. Jetzt müssen Tiere her, damit ich die laufenden Kosten im Jahr auch irgendwie decken kann. Das ist klar, ne? Blinken? Ah, funktioniert irgendwie. Naja, egal. Ich kann nicht gleichzeitig sprechen, das ist ein bisschen schade, aber okay. Wird er blinken? Achso, ihr seht das übrigens auch in dem kleinen Hub da unten rechts, ne? Also, dass der Blinker an ist. Komme ich noch nachher zu, weil ich möchte auf jeden Fall die Fahrzeuge noch so weit bearbeiten, dass man das drinnen auch sieht, vernünftig. Das kotzt mich so an. Ich meine, die haben es mittlerweile mal geschafft, die Geschwindigkeiten alles anzusehen, zeigen zu lassen. Aber geht mal gar nicht. Auch das Licht, wenn es an ist. Das funktioniert alles nicht. Ich verstehe das nicht. Ne? Und ich lasse mir auch Zeit. Das ist eine kleine Karte. Hallo. Also da brauchen wir jetzt nicht großartig viel. Ach so. Hehe. Funktioniert der Spiegel? Ja, halbwegs. Mache ich das wirklich? Nee, ich mache es nicht über Spiegel. Also das tue ich mir jetzt nicht an. Wie gesagt, ah, ich habe das Licht an. Wie gesagt, sonst ist es halt ein bisschen anders. Sonst kann ich halt ja mit Controller mich dann gleichzeitig umgucken. Das ist ein bisschen schöner. Aber so haut das halt nicht hin. Ne? Also ich kann Controller und Lenkrad nicht zusammenlaufen lassen. Es dauert ewig, das einzustellen. Das mache ich nicht. Da habe ich gar keine Lust zu. Aber wie man sieht, ich fahre nicht zum ersten Mal Hänger. Also das sollte nicht das Problem sein, dass ich zumindest ein bisschen Realismus reinkriege. So, das waren jetzt die Schweine. 70.000. Achso, ich habe übrigens ein Schweizer Konto von meinen alten Spielständen. Ich zeig's mal ganz kurz. Ne, ich zeig's nicht, weil es geht nicht. Ich zeig's euch nachher mal. Ist eine ganz witzige Mod. Und da man ja ein bisschen erwirtschaftet hat, achso, jetzt sieht man's. So viel ist noch auf dem Konto drauf. Das waren mal 2 Millionen. Aber das Geld kommt wieder, keine Sorge. Also da bin ich zuversichtlich, dass ich auch hier auf der Karte noch ein bisschen verdienen kann. Und ja, im nächsten Video werde ich mal dann gucken, dass ich dann auch ein bisschen die Kameras noch bearbeite. Oder ich werde mir die Facecam so umstricken. Ach, scheiße. Im nächsten Video gibt es die Facecam. Das habe ich jetzt total vergessen, sorry. In den nächsten zwei Videos. Ich versuche natürlich am Anfang halt erstmal zwei Videos rauszuhauen. Ob das Ganze jetzt positiv bewertet wird bei YouTube oder nicht, ist vollkommen egal. Es geht um den Spielspaß, es geht darum, was ich mache. Und warum soll ich damit ewig warten, bis ich das hochlade? Zumindest halt am Anfang, bis dann ja der Input so groß ist, dass ihr da keinen Bock habt, jeden Tag irgendwie 30 Minuten lang Videos von mir zu gucken. Aber das werden wir dann sehen. Ja, also wie gesagt, der LKW.
Ja, das macht, glaube ich, mehr Sinn mit der Kamera. Dass ich dann per Augen quasi mich umgucken kann, in die Spiegel gucken kann und wandert auch die Karte weg. Ich kenne die Karte mittlerweile relativ gut. Natürlich kennt die nicht jeder wirklich gut. Aber das ist ja halb so wild. So, ich bin einmal. Ich steige jetzt mal ganz kurz aus. So, ich bin einmal in den Hof reingefahren, weil von der Seite aus man besser angreifen kann. Warum zieht ihr jetzt rüber? Man kann übers Lenkrad. Was? Übers Lenkrad laufen? Nö, geht nicht. Aber das Lenkrad selber, da konntest du nach links. Hä? Egal. So, aufmachen. Wie war das jetzt noch? Ich weiß, dass es auf B geht. Ach, Linksklick. Okay. Wie gesagt, Controller. So, wie gesagt, ich komme jetzt von hier aus besser rein. Deswegen bin ich einmal durch den Hof gefahren. So, ich muss jetzt mal ganz kurz ein bisschen gucken. Ich werde natürlich auch versuchen, auch wenn da jetzt der Unimog noch drin steht, dass ich da vernünftig reinkomme. Oder soll ich den Unimog noch raussetzen? Ja, ich setze den Unimog raus. Ich kann ja mal kurz rausfahren. Das ist einmalig, ne? Die ersten Tiere kommen. Ich werde wahrscheinlich auch zweimal fahren, dass ich so um die 40 Tiere habe. So, Motor, Motor, Motor. Ich meine, jetzt für das kurze Stückchen lasse ich natürlich die Tür noch offen. Das ist das, was ich meine. Ich verstehe es nicht. Wie kann man sowas freigeben? Guckt euch das Lenkrad an, wie das am Eiern ist hier. Oh, nee. Aber das werde ich noch fixen. Müssen. Weil das geht gar nicht. Ich will ja auch mit dem Unimog fahren. Ich finde das Tierchen so geil. Ich mag den Unimog. Und ich mag auch so kleinere LKWs. 7,5 Tonner. Da suche ich auch immer noch einen. Ich habe noch keinen gefunden, der beides kann und das kann, was er haben, was er eigentlich bräuchte. Pritsch und Co. Wo stellen wir dich denn hin? Komm, hier in Wendelhammer. Da kannst du erstmal parken. Wie gesagt, es quietscht ein bisschen, das Lenkrad. Liegt einfach daran, weil ja, Force Feedback brauche ich hier nicht. Das Landwirtschaftssimulator, kein Formel 1. Und von daher quietscht es halt ein bisschen. So, mal gucken, ob ich da jetzt vernünftig reinkomme. Das wird noch ziemlich spannend. Ich probiere es diesmal sogar mal über die Spiegelchen. Ja, das wird nichts. Kann ich jetzt schon sagen, das wird nichts. Ich sehe mich gar nichts. Moment, die Karte ausmachen. Ja, der Spiegel steht falsch. Das wird nichts. Bräuchte ich einen Einweiser? Machen wir es wieder über die Außenansicht und mal gucken, ob ich so falsch jetzt gelegen habe. Aber ich glaube fast. Ja, Millimeter. Pass auf. Ich setze es nochmal neu an. Ich fahre jetzt nicht einmal um den ganzen Brei nochmal herum. Also wie gesagt, ich setze es nochmal ganz kurz neu an. Und dann parken wir das Ding da auch vernünftig ein. Muss ja nur ein bisschen reinkommen. Ich könnte hier auch schon außen abladen, aber ganz ehrlich. Ja gut, mit Außenansicht jetzt gerade zu lenken ist ein bisschen komisch. Wobei es gar nicht mal so schlecht war, ne? Also. Ja. Ach, der passt da gar nicht ins Tor rein. Das sehe ich ja jetzt erst. Oh. Ja, ich brauche den kleineren Hänger. Das geht so nicht. Das ist natürlich doof. Ich habe vergessen, die Plane aufzumachen. Wie war das? Plane ist die 4. Egal, waren jetzt eh keine Kühe drin. Hinten das Ding kann man nicht aufmachen. Machen wir es so. Abladen. Ja, gut, da hätte ich jetzt gar nicht das Fahrzeug rausfahren müssen. Aber hey, das kann man ja vorher nicht wissen, ne?
Ja, es war jetzt ein bisschen schneller als 30, aber egal. So, jetzt die Kamera wieder ein bisschen vernünftiger ausrichten hier. Dass ich hier nicht krumm fahre. Der ist natürlich auch noch auf Straßenbereifung umgerüstet, ne? Also es ist noch nicht mal hier Offroad-Reifen. Aber ich finde das gar nicht mehr so schlimm. Also geht natürlich anders. Klar, es gibt auch die Feldarbeitsreifen für das Fahrzeug. Aber ich glaube, das bisschen, was ich mit dem jetzt hier auf Feldstraßen fahre, müsste der ganz normal schaffen. Ich kenne auch nicht die Taste für die Warnblinkanlage, aber es hatte eben schon ganz gut funktioniert. Ich gucke jetzt gleich in den Spiegel rein. Ich habe jetzt einfach mal über die Taste 2 das Ganze gemacht. Mal gucken, ob ich das hinkriege, aber ich glaube fast nicht. Nee, das haut, glaube ich, oder? Ah, wer weiß, wer weiß. Rein theoretisch hätte ich das so hinkriegen müssen. Also wirklich. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Ich meine, das ist ein normaler 40-Tonner. Aber okay. Ah, ich bin zu spitz. So, jetzt nochmal vernünftig. So. Ja, sauber. Ja. Ist zwar ein bisschen eng und ich bin ein bisschen fix gerade. Ich setze mal nach vorne. Ihr seht, wie die Reifen durchdrehen, weil Schlamm und alles da seine Arbeit getan hat. Okay, das wusste ich auch nicht, dass ich darüber einsteigen kann. Und aussteigen. Ja, es ist halt die Belegung. Aber hier auch ständig die Ansicht zu ändern, das ist nicht mein Ding. Ja, das ist alles ein bisschen komisch. Es sieht auch wahrscheinlich ziemlich komisch aus. Das weiß ich. Aber es ist halt auch ein Simulator und ich muss erstmal mit der Steuerung wieder klarkommen. Achso, ich muss nochmal einkaufen. Also Geld produzieren. Ja, jetzt habe ich 10.000 mehr, ist okay. Kann ich immer noch zurückgeben. Sagen wir einfach mal, das ist der verschuldete Schlamm und nicht die Höhe. Ach ja, naja. Da kann ich jetzt auch nichts für. Das ist. Ach, komm schon. Meine Fresse, was ist denn heute los hier? Kann ich nicht mehr. Ich kann auch nicht mal mehr fahren. Ein LKW. Also bitte. Ein Glück, dass hier nicht die Profis zuschauen. Also, ja, das ist ein Schild. Ich glaube, German Truck Driver würde sich gerade im Grabe umdrehen. Nein, er ist nicht tot, sondern. Sprichwort. Sagen wir einfach, er würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich glaube, das passt besser als im Grab umdrehen. So, letztes Türchen, letzten paar Tierchen. Ich meine, der ist auch, glaube ich, wahrscheinlich noch in die Lebendtiere gefahren. Der hat da, glaube ich, mal was erwähnt, dass es nie sein Ding ist.
So, jetzt fahre ich auch ganz normal ran, weil ich muss ja eh gleich auf den Hof. Muss ja die Sachen wieder packen. Wobei, wie gesagt, das Ding, das wandert weg. Der ist eh zu groß. So, 42 Tierchen müssten erstmal reichen. Die kriegen alle genügend Wasser. Das werde ich auf jeden Fall noch einrichten. Und ja, damit sind wir soweit durch. Das waren die Tiere. Das war so die erste Amtshandlung. Sorry. Die erste Amtshandlung hier auf der Karte, auf den 3 Sternen. Wunderschöne Karte, richtig geiles Teil. Ich parke den hier.